Ja, hier geht es um einen Knoten. Dieser Knoten wird nach unten durch eine Kraft F belastet, in die Zeichenebene durch die Stabkraft S1 gehalten, horizontal nach links durch die Stabkraft S2 und oben schräg ist die Stabkraft S3. Ganz allgemein können wir sagen, wenn wir eine Kraft haben und diese Kraft ist gerade durch drei Komponenten gegeben, F1, F2 und F3, dann kann man eben im Prinzip den Kosinus der Winkel so ermitteln, dass ich eben im Prinzip die Kraft F1 teile durch die Wurzel aus F1² plus F2² plus F3². Und das ist dann der Kosinus mit der x1-Achse. Ja, und damit kann man dann natürlich versuchen zu arbeiten, wenn man die Komponenten nicht kennt. Kann man also, das entspricht also hier der Kosinus zum Winkel phi 1 und der Winkel phi 1 ist dann der Kosinus im Prinzip von dem Winkel der Kraft zur x1-Achse. Genauso kann man zu jeder anderen Achse das machen. Wenn wir also in der Ebene mit Sinus und Kosinus arbeiten, ist es im Raum sinnvoll, mit Einheitsvektoren zu arbeiten. Der Einheitsvektor der Kraft EF ist also im Prinzip nichts anderes als F1, F2 und F3 dividiert durch den Betrag Wurzel aus F1² plus F2² plus F3². Und den kann ich dann eben auch als E1, E2, E3 abkürzen. Ich habe jetzt also drei Komponenten, die die Richtung des Vektors angeben. Das ist jetzt ein Richtungseinheitsvektor. Für die Kraft F. Und wenn ich die Kraft mit dem Richtungseinheitsvektor multipliziere, dann bekomme ich das raus. Also der Vektor der Kraft ist der Betrag der Kraft mal der Richtung der Kraft. Das ist also im Prinzip die Theorie, die dahinter steht. So, und wir machen jetzt die Summe der Vertikalkräfte. Und dann können wir natürlich sofort feststellen, wir können das sogar ganz räumlich aufstellen. Wir können einfach bilden, die Summe der Kräfte gleich 0, vektoriell. Dann kann ich erstmal sagen, ich habe eine Kraft. Dann muss ich natürlich ein Koordinatensystem festlegen. Das Koordinatensystem, wie könnte ich das zum Beispiel festlegen? Ich könnte zum Beispiel sagen, das hier wäre die 1-Achse, das hier wäre die 2-Achse. Dann zeigt allerdings ja, die 3-Achse sogar nach oben, ist doch alles prima. So, dann habe ich dieses Koordinatensystem, alles drei natürlich rechte Winkel. Wenn ich dieses Koordinatensystem wähle, Koordinatensystem ist nicht gegeben, dann kann ich die Kraft F aufstellen als minus F 0, 0. Dann habe ich die erste Kraft. Jetzt kann ich sagen, kommt die Kraft plus. Ich muss die Kräfte immer als Zugkräfte antragen. Wenn ich das also mal versuche, hier räumlich einzutragen, kann ich wie folgt sagen. Ich habe hier eine Kraft S1, ich habe hier eine Kraft, die ist S2 und ich habe hier eine schräge Kraft, die ist S3. Ja, und jetzt kann ich das weitermachen. Jetzt kann ich also sagen, jetzt kommt die Kraft S1 mit dem Vektor 1, 0, 0, die zeigt in 1 Richtung. Jetzt kommt die Kraft S2. Mit dem Vektor 0, 1, 0. Die zeigt in zwei Richtungen. Und jetzt kommt die Kraft S3 mit dem Vektor. Ja, und die Komponente in 1 Richtung ist durch A gegeben. Die Komponente in 2 Richtung ist durch B gegeben. Die Komponente in 3 Richtung ist durch H gegeben. Und das muss ich jetzt teilen, dividiert durch die Wurzel aus A² plus B² plus H². Das kann ich auch abkürzen mit der Länge. Das ist also die Länge des Stabes L3. Und das kann ich jetzt gleich 0 setzen. Wenn wir jetzt nur die dritte Komponente angucken, dann kann ich also sofort sagen, die Kraft F ist gerade die Kraft S3 mal H dividiert durch die Wurzel aus A² plus B² plus H², womit ich natürlich die Kraft
Kraft S3 auslösen kann. Die Kraft S3 ist also F Wurzel A² plus B² plus H². Und das Ganze wird geteilt durch die Höhe H. Das liefert uns also jetzt die x3-Richtung. Jetzt gucken wir in die x1-Richtung. Die x1-Richtung, die sagt also aus, die Kraft S1 plus die Kraft S3 mal A dividiert durch die Wurzel ist gerade gleich 0. Ich bringe das S3 auf die andere Seite. Und dann habe ich da also F mal die Wurzel dividiert durch H, das S3 eingesetzt, mal A durch die Wurzel. Ja, die Wurzel kürzt sich also raus. Und was bekommen wir übrig? Ein F, ein A und ein H. Wir machen die Summe der Kräfte in x2-Richtung und gucken, was da ist. Und da haben wir die Kraft S2 plus S3 mal B dividiert durch die Wurzel. Gleich 0. Auch das lösen wir auf. Vorzeichenfehler ist negativ. Und die Kraft S2 ist jetzt also minus F mal Wurzel dividiert durch H, ist also die Kraft S3 eingesetzt. Dann kommt noch B durch die Wurzel. Die Wurzel kürzt sich raus, minus F mal B durch H. Damit haben wir also die drei Endformeln, die ich nochmal farblich unterlegen kann. Das ist die wichtigste Endformel. Und dann haben wir noch diese Endformel und diese Endformel. Ja, was kommen jetzt für Ergebnisse raus, wenn ich das ausrechne? Da kommt erstmal raus 134,77. Hier bei S2 und S1 habe ich raus minus 28,57. Und hier habe ich raus minus 85,71. Wir vergleichen nochmal mit den Institutsergebnissen. Sieht alles richtig aus. Ja, und nochmal, weil wir die Kräfte immer als Zug ansetzen, bedeutet Pluszug und Minus bedeutet Druck. Und wir sehen in der Skizze, dass wir S1, S2 und S3 immer als Zugstäbe ansetzen. Und das tun wir deswegen, damit wir eben diese Konvention hier haben. Ja, die Endformeln haben wir. Ich fasse nochmal zusammen. Wir definieren allgemein den Richtungsvektor, indem ich die drei Komponenten des Kraftvektors durch den Pythagoras, durch die Länge des Teils teile. Und dann kann ich den Kraftvektor aufteilen als den Betrag mal dem Einheitsvektor. Und genau das haben wir hier bei S3 gemacht. Wir haben also den S3 mit dem Einheitsvektor multipliziert. Und den Einheitsvektor haben wir gebildet, indem wir A, B, H normiert haben. Also die Wurzel, die da im Nenner steht, nennen wir auch Nummieren. Das, was hier steht, ist also die Nummierung des Richtungsvektors. Der Vektor ABH wäre also ein nicht nummierter Richtungsvektor und wenn ich ihn durch die Wurzel teile, habe ich den Einheitsvektor in Richtung der Kraft S3. Den multipliziere ich mit dem Betrag von S3. Und bei S1 und S2 geht das entsprechend einfacher. Ja, und diese Gleichung, die kann ich jetzt in den drei Komponenten aufspalten. Habe ich drei skalare Gleichungen. Die dritte Gleichung liefert mir S3, die erste S1 und die zweite S2. Ich muss aber die dritte zuerst auflösen.